meine Damen und Herren, wenn eine Person bei einer Tumorerkrankung angekommen ist, dann ist sie bereits in der terminalen Erkrankungsphase, die möglich ist. Dann muss man sich überlegen, wie geht man therapeutisch vor. Denn man darf nicht auf die Hypothek, die der Körper schon hat, noch andere Hypotheken therapeutisch draufpacken. Deshalb sieht auch von mir die Therapie erstmal leistungsverbessernd aus. Denn wir wollen den Körper ja kooperieren lassen in dem, was wir künftig tun. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu forsch detoxifizieren, Metalle ausschalten, weil wir den Körper Leistungen abverlangen, die er zu dieser Zeit eigentlich gar nicht bringen kann. Und so ist mein Weg erstmal, nachdem der Zahnarzt seine Arbeit gemacht hat, dass wir zunächst mal versuchen, die einzelnen Funktionen, die dereguliert waren, wieder ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Und das betrifft zunächst mal die neuroendokrine Stressachse. Das DHEA war ja nicht ausreichend über den Tag, also es bietet sich an, das zu substituieren. Das sollte man nicht tun wegen des Mammakarzinoms. Acetylcystein könnte man geben wegen des niedrigen Cortisols. Auch da bin ich vorsichtig in solchen Situationen, weil es gleichzeitig natürlich detoxifizierend ist und zur Glutathionbildung beiträgt. Was Sie unbesorgt geben können, ist 5-HTP, um den Serotoninhaushalt auszugleichen. Vor Belastung setze ich in solchen Situationen Tyrosin ein, um eben die Katecholaminbildung ein bisschen auf früheres Niveau anzuheben. Das muss man ausgesprochen vorsichtig machen. Die im Moment auf dem Markt befindlichen L-Dopa-Präparate, auch die aus natürlichen Quellen, sind für solche Zwecke zu hoch dosiert. Das Tyrosin können Sie besser steuern. Aber wenn Sie hier Gas geben an dieser Stelle, müssten Sie das gleichzeitig zum Abend abbremsen über S-Adenosylmethionin, um die Patienten dann aus der Stressreaktion auch ausbringen zu lassen und sie abends zur Ruhe zu bekommen. Wir gucken uns das nachher noch genauer an. Wichtig ist es, dass der Energiehaushalt angehoben wird. Dazu eignet sich L-Carnitin, Ubiquinon, jetzt besser Ubiquinol, das es hier gibt. Und bereits die nächste metabolische Stufe im Körper darstellt, dadurch besser verwertet werden kann. Sie wissen, dass die Resorptionsrate bei Ubiquinon eigentlich gering ist. NADH kooperiert ja mit beiden oder auch Nikotinsäure damit. Wir können dazu dienen, den Energiehaushalt in die Höhe zu bekommen. Die einzige Ausschaltung, die ich, wenn ich die Patientin bei mir in der Praxis habe, betreibe, ist die, durch eine milde Diurese anzuregen und auch Drainage in vorsichtiger Weise zu machen. Und dazu nehme ich ganz einfache Infusionslösungen, gebe am Ende häufig eine eher kleine Menge 10 Milligramm Furosemid dazu, um nicht wichtige Mineralien zu stark auszuschwemmen. Vorerst keine detoxifizierenden Substanzen im Moment in dieser Situation. Mikronährstoffe werden substituiert. Hydroxo und Methylcobalamin, dieses hier wichtig, um die Verstoffwechselung von Stressreaktionen stabil zu halten. Folsäure ist wichtig, Dexpanthenol für den Cortisolhaushalt, Biotin und Zink, und das haben wir gerade gehört, Zink an dieser Stelle nicht. Sonstige Therapien, Aromatasehemmer werden fortgesetzt. Und dann sehen Sie sich die Werte an, wie sie jetzt im Therapieverlauf sind. Das ist das Biotin zur Therapiebeginn. Das ist während der Therapie und das ist jetzt der letzte aktuelle Wert. Das ist Folsäure vor Therapie. Aktueller Wert, die dritte Säule. Vitamin B12 hat sich in einen hohen Bereich hinein entwickelt. Und zur Therapiekontrolle können Sie gut das Homocystein hernehmen, das sich jetzt unter dieser Therapie inzwischen normalisiert hat, sodass dieses hohe kardiovaskuläre Risiko, was diese Patienten aufgrund des Grundpolymorphismus haben, doch weitgehend durch diese Therapie schon einmal kompliziert ist. Das ist gleichzeitig der Verlauf des Nitrotyrosin, die erste Säule bei Behandlungsbeginn. Und die letzte Säule ist der Nitrotyrosingehalt, wie er augenblicklich da ist. Und hier nun das ATP, das war der Wert, den ich Ihnen gezeigt hatte vor Therapiebeginn. Es passierte das, was eben passieren sollte. Er stieg gehörig an und besserte sich nachhaltig. Und bei der dritten Kontrolle, die ich machte, war er wieder ein gutes Stück schlechter geworden, obwohl er nicht so schlecht war wie zu Beginn, aber deutlich schlechter. Was war passiert?
Es war zu einer doch nicht unerheblichen psychischen Belastung gekommen, Eheprobleme, Entscheidungsprobleme kamen. Und warum wirkt sich so etwas in dieser Weise aus? Und das gucken wir uns hier einmal an. Sie sehen hier die neuroendokrine Stressachse, die Wirkung des Noradrenalin, die Rolle des Kompolymorphismus für den Abbau des Noradrenalins hin zu Adrenalin und die hohe Bedeutung des S-Adenosin-Methionin-Same für die Regulierung dieses Stoffwechselablaufs. Und immer wenn der nicht gut funktioniert, kommt es eben auch zu einer hohen Homozysteinbildung und das war auch der Grund, warum wir am Anfang damit kamen. Die wesentlichen Stoffe, die Sie brauchen, um das Ganze zu regeln, ist eben eine gehörige Portion ATP. Und was passiert unter besonderer psychischer und emotionaler Belastung? Man braucht in besonders hohem Maß dieses S-Adenosin-Methionin und um es bilden zu können aus Methionin, werden hohe ATP-Mengen verbraucht. Und unter Stress passiert etwas, was der Körper sonst immer versucht zu vermeiden. Er spaltet alle Phosphatanteile des ATP ab bei diesem Energieschritt. Das heißt, dass der ATP sinkt wie bei keiner sonstigen Belastung bis auf Null herunter. Wenn Sie den Sportler nehmen, ein Sportler würde sich sportlich nie so verausgaben, dass er sein ATP völlig leerbar hat. Er würde sich nicht mehr anschließend erholen und würde Tage oder mitunter sogar Wochen brauchen, wieder zu hochzukommen. Das passiert im Übrigen in der Sportmedizin immer dann, wenn die Sportler plötzlich versagen und in scheinbare Depression abgleiten. Da hat es einen solchen Mechanismus gegeben und nichts Psychogenes. Es gab dann nicht mehr die Regeneration vom Homozystein hinein, denn das, die ganze Kontrolle der Stresshormone funktioniert nicht mehr. Und plötzlich kommt es eben hier zu einem schweren ATP-Verlust und drum ist das Ganze jetzt unter dieser Stressbelastung abgeknickt. Und hier habe ich Ihnen das noch einmal dargestellt. Der Körper versucht eigentlich die Energie immer auf dem Level des adenosin Diphosphat nur bis dorthin abzuschöpfen, weil er von ATP zu ATP sehr gut regenerieren kann. Schon wenn er zu Adenosin-Monophosphat kommt, braucht er wesentlich länger für die Regenerierung des ATPs. Wenn er gar kein Phosphat mehr hat, ist die Zelle wirklich alle. Und es kommt dann zu dieser Problematik. Sie sehen hier die Entwicklung der Stressreaktion, wie sie physiologisch bei jedem Menschen ist, wenn er wiederholt unter Stress gerät. Jeder schaufelt sich auf. Bei jedem wird Energiemangel, auch der keinen Kompolymorphismus hat, zu einem stärkeren Aufschaufeln führen. Also ohne ATP schaufelt es mehr. Und das sind nun die Patienten, die einen Kompolymorphismus haben. Das ist hier mit gutem ATP. Er schaufelt aber stärker auf, selbst als der ATP-lose Mensch ohne Polymorphismus. Und sind Sie im ATP-Mangel drin, schaufeln Sie sich noch stärker auf. Und dann kommen in diesen Situationen aufgrund der hohen Katecholaminpräsenz Aggressivität dazu, bei den Männern besonders, weil das Testosteron noch treibend ist. Und wenn es ganz weit geht, kommen dann eben auch Angst- und Paniksituationen dazu, die immer als psychogen angesehen werden und die ganz organischen Ursachen haben. Und das ist jetzt die kritische Situation, in der wir sind, weil ich natürlich die Scheidungssituation nicht beeinflussen kann und wir trotzdem damit leben müssen, dass die Situation so ist. Und es wird der Bedarf unter der Therapie weiter steigen. Sie können auch hier noch nicht detoxifizieren. Das wird erst ein Schritt sein in weiterer Zukunft. Es bleibt die Stabilisierung dieser Situation als wesentliche Aufgabe. Herzlichen Dank.